das war nicht echt. Ja, stimmt. Oh, wir haben die Aufnahme schon neu gestartet. Okay, wir haben sie schon neu gestartet. Wir sind immer noch beim Mega Man in der zweiten Wily Stage, also dem siebten Teil von Mega Man in der zweiten Wily Stage, wo ich jetzt gleich wahrscheinlich Game Over gehen werde. Genau, er hat jetzt bis jetzt kein Leben mehr. So. Switchen. Oh, wo kommt dieses Vieh denn her? So. Den habe ich auch nicht gesehen. Switchen, switchen, switchen. Ich bitte verpissen. So, danke. Du kannst nur switchen. Das muss doch ohne Rush-Adapter gehen. Unmöglich. Es würde mich wundern, wenn, das wenn du das schaffst, genau. Weil der Abstand ist doch viel zu groß. Wie viel sind das denn? Sind das 3 zu 2 oder 3 zu 2 sind das? Nicht 3 zu 3, oder? Das sieht aus wie 2. Das hier sind 1. Komm, das müsste zu schaffen sein. Kannst du mal gerne mal ausprobieren. Tatsächlich. Danke. Okay. Ich hab nichts gesagt. Danke. So. Bist du hektisch? Du warst ein bisschen hektisch. Ja, ich bin auch ein bisschen hektisch. Ich habe ja auch ziemlich viel Schiss und jetzt kommt ein Boss, der wird es wahrscheinlich in 1000 Stücke zerreißen. Denk dran, es sind auch noch ein paar Mini-Endgegner. Ich muss auf das Feuer achten. Das sieht sehr viel ab. Ups, jetzt musst du grätschen. Sliden, du musst. Oder sliden, das ist eigentlich dasselbe. Und jetzt kommen seine Kinder. Oder besser gesagt, ihre Kinder. Jetzt musst du ausweichen. Ja, komm, verpisst euch. Du kannst nur mit voller Kraft ihn treffen. Springen, slide. Zweimal. Ja, das habe ich ja gesehen. Ups. Zweit. Oh, das ist nicht gut. Das Feuer, das tut weh. Ich weiß. Es macht nur 6 Striche. Ich glaube, das war's. Tot. Game over, wie schön. Daumen hoch, wird auf Facebook geliked. Weiter geht's. Jetzt kann man aber schön gegen Bass kämpfen, den wir so sehr mögen. Den wir uns so verliebt haben. Oh ja. Meine Fresse. Ich habe gleich 3 Kommentare. Mhm. 3 Kommentare bei was? Von meinen Videos. Von deinen Videos hast du Kommentare? Ja. Aha. Wie können in Videos Kommentare schreiben? Ja, was? Ich meinte nur, dass ich gerade Kommentare bekommen habe. Ich weiß, ich wollte nur mal wieder ein bisschen dich verarschen. Ja, habe ich schon gemerkt. Du weißt ja, wie ich bin. So. So, mal schauen, ob ich jetzt Sniper Jones aber schon best gleich gut hinbekomme. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, er wird mich zerbersten. Denkst du? Ja, ich glaube schon. Ich muss mal ein bisschen optimistisch denken. Optimismus ist immer schlecht, weil man muss auch auf dem schlimmsten Fall gefasst sein. Genau, das habe ich mir auch gerade gedacht. Rupp, zu hoch, egal. Danke. Komm, hau ab, mein Freund. Ja, 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 ja. Ja, komm, ist okay. Wir wissen, dass du, egal. So. Wie viele Bolzen hast du eigentlich noch? Schrauben, meinst du? Oder Schrauben, ist mir Lappen. Ich weiß, dass sie hier eigentlich Bolzen, in der deutschen Version hier Bolzen heißen. Aber da es so scheiße klingt, nenne ich sie immer Schrauben. Bei den Mega Man 9 und 10 sind sie ja auch Schrauben. Hm. So, 943. Ah, läuft bei dir. Dann kannst du noch Leben kaufen. Ja, stimmt. Aber jetzt kannst du nicht. So, Mega Man, komm da rüber. Genau, Digga. Mal richtig rüberspringen. So,
So, danke. Oh nein, den habe ich vergessen. Das heißt, den habe ich vergessen. Den habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht. Aber egal. Ja, du bist ein Arschloch. Der Vorteil ist, bei Mega Man X, wenn man einen Zwischenendgegner besiegt hat, dann bleibt er auch besiegt. Aber bei Mega Man 7 ist es nicht. Ich hasse ihn übrigens. Ach nee, ich dachte, du liebst ihn. Oh ja, total. Mein bester Freund fürs Leben. Ja, geil. Ich kann mir schon mal denken, warum das immer so fies angreift. Von der Nase aus. Nein, er ist schwulenfeindlich. Und inwiefern schwulenfeindlich? Was hat das mit Schwulenfeindlichkeit zu tun? Ja, er glaubt, dass Mega Man schwul ist. Ja, okay, an manchen Tagen kommt mir das auch so vor. Jetzt nicht nachgeben. Oh, best. Na, warte. Tschüss. So. Ja, aber du hast ihn voll verfehlt eigentlich. Egal, jetzt habe ich ihn trotzdem besiegt. Ja, wenigstens ist jetzt hier ein Speicherpunkt. Das ist gut. Ja, wie? Ich kann nicht verlieren. Ich bin best, der kleine Homo. So. Ein heterosexueller Homo. Ein heterosexueller Homo, genau, ja. Interessant, das habe ich noch nie gehört. Ein heterosexueller Homo. Ein heterosexueller Homo. Ja, okay, wir haben es kapiert. Wie oft sagst du das denn noch? Ein heterosexueller Homo. Ein. Ich hab grad Spaß daran gehabt. Ich wollte schon gerade sagen, ist dein Gehirn jetzt irgendwie abgespielt? Könnte man manchmal vermuten, ja. Oder dein Gehirn zerkratzt. Ich weiß ja, dass du die ein oder andere Behinderung in dir hast, aber wir müssen es nicht. Ah, da ist ja nicht. Da ist ja genau das Gefühl, oder? Okay, da kommen wir so nicht rüber. Als ob seine Eltern verwandt sind. Und deswegen hat er vielleicht diese Behinderung. Ja, ist klar. Wäre auch schon irgendwie schlimmer, wenn ein Kind schon seine Eltern die Geschwister sind. stell dir mal vor, wenn ein Kind ist aus Inzest entstanden. Das ist schlimm, ne? Das meinst du doch gerade. Ja. Aber das Kind kann nichts. Das Kind kann eigentlich gar nichts dafür. Aber es gibt solche Kinder, oder? Natürlich. Wie gesagt, bei den Moslems ist es schon klar. Das ist immer meistens so mit den Cousins, dass sie sich in seine Cousine verliebt und so, dass sie heiraten und Kinder bekommen und dadurch kommt auch manchmal diese 50%ige Behinderung. Ich weiß nicht, das ist einfach nur eklig. Ja. Das ist unnatürlich. Ja, es ist einfach. Allein die Vorstellung. Aber kann man nichts dafür eigentlich, weil es gibt so ein Sprichwort, wo die Liebe hinfällt. Ja. Bei denen ist es egal, ob die verwandt sind oder nicht. Das klingt jetzt irgendwie so, als wäre ich dafür, Alter, ganz ehrlich. Aber bin ich nicht. Ja, bist du dafür? Ach, hör mal auf, nee. Mhm. Aber es ist eigentlich traurig. Ja, schön ist es nicht, ne? Ja. Aber in Schweden darf man das sogar, das ist krass. Das finde ich wirklich schlimm, sowas. So wie Hochzeit zwischen Bruder und Schwester, sowas gibt's bei Schweden. Das ist krass, Alter. Okay, kurzer Cut. Genau. Wir haben es wieder fast nicht gesehen, Alter. Würde ich mal sagen, wir sehen uns bis gleich. Ja, bis dann, Leute.
Ja, 11:45 Uhr. So, weiter geht's mit Let's Play. Jetzt wollte ich sagen, Let's Play 11:45 Uhr. Nein, Let's Play. 11 Uhr Mega. Nein, nicht 11 Uhr Mega Man, ja. Mega Man 7. Das, 11:45 Uhr, das ist ja geil. Was war das jetzt für eine Lache? Die war ja noch geiler als geil. Also, wenn man so ein Lachen hört, heißt das, dass ich jemanden ausgelacht habe. Ja, ich weiß. Diese Lache ist. Nö, kannst du nicht nachmachen. Warum kann ich dich nachmachen? Weil das nicht echt war. Egal. Ich schon. Oh, er bringt mich schon mal voll zum Lachen. Was hast du denn auf einmal für ein Lachen, Kollege? Die ist geile Lache, wirklich. Konzentrier dich einfach mal. Du kannst manchmal wirklich eine geile Lache. Dann ist es gut. Ist das klar? Ob das klar ist, Fräulein? Ja, meine liebe Dame. Was hast du gesagt? Miss Dragunov. Sehr lang. Ich dachte schon, ich habe mich gerade verhört. Was hast du denn gehört? Irgendetwas Frauenfeindliches? Frauenfeindliches? Warum? Bist du eine Frau, deswegen bin ich frauenfeindlich? Verstehe ich nicht. Nein, ich meinte jetzt irgendwie anders, dass du mich irgendwie als Frau bezeichnet hast oder so. Ja, hab ich gerade. Hast du irgendetwas geschluckt oder so? Das kann man jetzt falsch verstehen. Und nein, ich hab nichts geschluckt. Weil ich einfach nicht. Okay, mit dem Körper will ich nicht beantworten. Und langsam werden wir ja richtig hier bekloppt hier drauf. Also nicht nur bekloppt. Deine Entscheidung, aber du bist auch sowieso auch gleich bei dem Boss. Bringt jetzt auch sowieso nicht, selbst wenn du jetzt den E-Tank schnappst. Fast vor den Boss erreicht er. Leck mir die Eier! Und jetzt sage ich nicht, oh, tut das gut. Falls natürlich Oma. Oh, nicht Oma. Ich wollte Osoma sagen, aber nicht Oma! Oh mein Gott, wir sind hier richtig verfeilt. Ich sag doch Oma, Alter! Oh Gott, ich kann ihn nicht spielen! Ich hab keine Kassel zu mir zum Reden! Oh Gott! Oma! Ja, was ist denn mit Oma? Was wolltest du denn sagen zu Oma? Du hast doch schon wieder dasselbe gesagt. Ja, ich weiß, aber absichtlich jetzt, für den Fall, dass ich es nicht gemerkt habe. Ja, das habe ich auch schon irgendwie ein bisschen gemerkt. Aber was soll's? Aber du wolltest gerade irgendwas sagen wegen Osoma. Nee, dass sie irgendwie denkt, dass sie schwul wird oder so. Ja, ich glaube, da kannst du jetzt eh nichts mehr dran ändern. Das denkt jetzt, glaube ich, eh. Das ist jetzt eigentlich auch egal. Obwohl, der hat es ja aber auch nur als Spaß gesagt. Und ich bin nicht ärgern. Ja. Ja. Man darf ihm halt kein Futter geben. Verstehst du? Womit er dich dann ärgern kann. So. Und da kommt gerade einer aus dem Lachfleisch nicht mehr raus. Okay, das schaffen wir doch, das schaffen wir so. Präzise, ja genau. Präzise darüber. Und präzise da hoch. Präzise darüber. Ups. Kannst gleich Energie nehmen. Danke, dass du dich auch mal festhältst. Oder dann erst in der letzten Ebene. Kannst du dann von mir aus. Oh, hast du viel verloren, Alter. Ich hab viel verloren, ja. Too much. Das war schlecht. Schlecht, man. Ja, genau. Schlecht, man. Boah, ich schritt so viel. Prost! Ja, dann. Ey, jetzt fängt er auch noch an. Ja. Der hat sich gerade so, ja, rausgedrückt. So, wie gehen wir die Sachen hier an? Ich glaube, ich spring, direkt nach oben.
Bin ich noch da? Ja, du bist da. Ich konzentriere mich nur gerade. So. Mega Man, halte doch einfach an der Leiter fest. Die beißt doch nicht. Doch. Energie hier. Danke sehr. Letztes Leben? Nein, ist nicht. Gut. Würde mich wundern. Ja, vorletztes Leben wieder beim Boss. Da hast du jetzt eigentlich auch schon die Chance. Die was Chance? Ja, ihn zu besiegen. Ja, das stimmt. Du darfst ja doch zweimal sterben. Ja. Ich dachte, wie du triffst jetzt das Feuer. Ja, kann manchmal passieren. Du bist zu früh. Du hast zu früh geschossen. Da kommen die hier auch. Nerv ich die Viecher. Boah, zu viel Energie. Zu viel Energie weg. Ich hasse die Viecher. So, ja. Mega Man, warum slidest du, wenn ich sage, springe? Aber von mir aus, war eh jetzt nicht letztes Leben, was war ein Restleben, nennen wir es mal so, mit so ein bisschen Restenergie. Genau. Jetzt machen wir hier ernst. Die kleinen Schildkröten geben dir auch noch Energie ein bisschen, wenn du die besiegst. Auf jeden Fall, oder können die Energie nun geben? Ups. Eventuell. Ja, wie lange denn noch? Danke. Maximum ist es 4 Mal, dass du grätschen musst. Du musst achten, wo die rauskommen. Ja, verpisst euch. Oh, das ist so scheiße. Die kannst du mit dem Aufgeladenen treffen, ne? Es geht nur aufgeladen. Sonst sind die zu klein, die Drecksviecher. Genau. Falsche Richtung, mein Freund. Falsche Richtung. Ist der doof. Ist der doof, der Mega Man. Der slidet in die falsche Richtung. Ich sag da nicht nur zu. Ja, es ist zu schnell für dich. Deswegen machst du auch ein bisschen schnell. Die Taste zu drücken. Und da kommt immer so eine problematische Situation. Zwei. Das bringt eigentlich nicht sehr viel. Du hast gerade mal nicht mal die Hälfte geschafft. Ja, ich verkack's ziemlich bei dem Boss. Glaub mir, ich war auch schlechter als du. Immerhin. Du schießt immer zu früh, Alter. Warum zu früh? Weil du den ersten nicht mal richtig getroffen hast. Du musst warten, bis der erste Schildkröte rauskommt. Warten, jetzt. Ich glaube, wieder war es zu früh. Das ist doch unfair, wenn die so fliegen. Du hättest grätschen sollen. Ich wollte grätschen, aber dieses Arschloch von Mega Man dachte sich, nein, ich will nicht grätschen. Ich grätsche ihm aber gleich in seine Fresse. Nee, ich sag mal so, dein Gehirn hat irgendwie schon irgendwie gesagt, du sollst grätschen, aber deine Hände haben gesagt, ich will springen, lass mich springen. Möglich. Ja, gut, dann ein Cut und dann nochmal gegen diesen Boss. Ja, er nimmt schon seit 60 Minuten auf und er hat bis jetzt gar nichts geschafft. Eigentlich. Ja, stimmt. Ja, aber langsam muss man das Spiel ja auch mal beenden, ne? Ja, okay. Dann mache ich jetzt einen Cut. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute.